Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Heute geht's weiter mit der Wildnis. Und ich hoffe, das Bild ist ganz in Ordnung. Es könnte sein, dass es ein bisschen weit oben ist. Ah, das sind wieder unsere drei Helden mit dem Schwert. Wisst ihr was? Ich mache gleich mal kurz Pause. Gleich hier. Und dann stelle ich das Bild gleich mal kurz um. Okay? Warte mal bitte kurz, bin gleich wieder da. Okay, ich denke mal, so ist es in Ordnung. So, dass ihr gut sehen könnt. So, wie immer nehme ich Metanike vorerst und dann kommt Ike und dann Marv. Den Metanike kann ich mir noch am besten spielen und Ike finde ich besser als Marv. Deswegen die Reihenfolge. Okay, ihr habt ja das Viech da eben noch gesehen, das da so lang fuhr. Dem folgen wir jetzt einfach mal. Und dich mache ich kalt hier, Rotolo oder so ähnlich wie du heißt. Die mag ich nämlich gar nicht. Die stören mich immer gern. Immer dann, wenn sie wollen. So, meins. Euch mache ich fertig. Und dich auch. Okay. Ja, das Ding ist ganz gut hier. Gut. Stirb! Das hat funktioniert. Ach, ein Scrolling-Level. Interessant. Jetzt dürfen wir hier gleich runter. Kommen jetzt nicht noch Steine irgendwie runter oder so? Ach, du kommst! So, hol die mal einfach ab. Das war unschlau. Ich hab sowas geahnt. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwo noch eine Plattform, aber nein. Hallo, Ike. Ja, er ist stark. Ja, der kann was. Aber ist teilweise auch ein bisschen langsam vielleicht. Aua. Gerade gegen diese Viecher hier. Hab ich dich. So. Hallo? Du hast den gebrochen. Das nehme ich mit. So, ich hoffe, ich komme jetzt noch hier hoch. Ja. War nicht so schwer. Mit Metanike mache ich das lieber. So. Aspiroa. Ach, mal wieder so ein Pokémon-Ding. Schön. Apropos das wollte ich... Ist noch so eins? Nee. Okay. Jedenfalls, das neue Projekt dürfte ja eigentlich schon gestartet sein. Pokémon Pearl. Ich freue mich schon riesig drauf, denn ich darf gleich den ersten Part aufnehmen. Ach, ich freue mich schon so. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt und ihr guckt euch an. Du lässt mich jedenfalls in Ruhe. Selber schuld. Das Ding zu erwischen ist ja nicht schwer. Ach Mensch, das ist doch selbst für mich. Schon wieder so eine Pokémon-Statue. So, jetzt wird's interessant. Und das mag ich nicht so gerne. Und hier wird's genauso lustig. Ach ja, ich hab's geahnt. Gut, dass man ein Schild hat. Ach, du bist auch noch da. Ah, jetzt sind wir hier. Ist auch sehr schön. Das finde ich ganz gut. Ich zeige euch nämlich jetzt mal kurz einen kleinen Trick. Irgendwo müsste jetzt dieses Viech auftauchen hier. Hallo? Oder? Dich, genau dich meine ich. So, hol mich mal bitte ab. Danke sehr. Vielen Dank. Danke, danke sehr. So schön. Also, wer es mal ganz eilig hat. Ach, ein neues Monster. Darkogger. Den kann man nur verletzen, solange dieser grüne Schleim da zu sehen ist. Ah! Das Ding da oben ist ganz schön gefährlich. Das zerstört man. Und dann kann man ihn angreifen hier. Ne, das ist unschlau. Nein, verdammt. Wäre diese Waffe nicht da gewesen, die hätte mich sonst gestört. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja. Oh, diese verdammte Waffe, weg damit. Weg. Meine Güte. Dauert nämlich die Waffe auf und will das gar nicht. Hui. So geht's schneller. Oh. Ah, verdammt, das war vielleicht unschlau. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie komme ich hier wieder raus? Ich muss da durch die Lücke. Oh Gott. Das ist mir auch noch nicht passiert. Nur weil das Bild mir kurz doof hing. Ach, Mensch. Ist vielleicht auch nicht so mein Level, aber ich finde es ganz interessant gemacht. So, ist ja jemand was? Ist noch irgendwo was? Ich muss ja immer warten, solange ich in einen Screen komme, dass die Qualität wieder besser wird. Scheiß Mintel. Ist viel schlimmer als dieser Akrok.
Metall-Eik. So, Kaffee gegessen, schön. Das war knapp. Ah. Ach ja, jetzt verschiebt sich das alles hier. Das sollte man jetzt ausnutzen und macht mal Folgendes. Komm mal her. Komm rüber. Eingesperrt. Ihr kommt da wirklich nicht mehr raus. Ihr könnt dann machen, was ihr wollt. Er kommt nicht mehr raus. Na? Habe ich dich geärgert? Ja? Egal. Lass mich dem wütend sein. Ja. Mist, ich wollte eigentlich gerade zuschlagen. So, du bist erledigt. Oh Gott. Ich benutze dann immer Schild, also Z, und springe dann immer. Okay. Ja, können manchmal ganz schön gefährlich werden. Ja. Okay. Ach, jetzt seid ihr auch noch da? Ja, der wollte eigentlich schon wegspringen, ne? Aber hat nicht funktioniert. Ach ja. Ach, eine Sache möchte ich gerne nochmal ansprechen. Das habe ich schon mal in der Einführung angesprochen. Wie dieses Let's Play ja enden wird. Wir sollen ja die Hauptstory ja fertig machen. Wie sich jeder denken kann. Oder weil ich es ja auch schon gesagt habe. Also das große Labyrinth am Ende werden wir dann also auch fertig machen. Ja, aber wie geht es dann weiter? Soll das Let's Play dann enden oder wollt ihr noch mehr sehen? Den Online-Modus können wir wohl vergessen, denn das ist nicht so mein Ding. Aber ich könnte eventuell diese Mission machen. Vielleicht können wir noch ein paar extra Bonus-Sachen machen oder so. Zum Beispiel, dass ich euch ein paar gemachte Stages zeige. Ganz interessante. Das können wir zum Beispiel machen. Vielleicht mache ich das ja als Special sogar. So, wo muss ich denn hin? Ich sehe nichts. Runter hier. Runter. Mist. So, muss mir kurz umgucken. Irgendwo muss nämlich hier noch so ein gelbes Ding sein. Wo ist es denn? Okay, hier muss ich einmal kurz rein. Irgendwo war das Ding noch. Ich muss mich kurz umgucken. Das Ding meine ich eigentlich nicht. Irgendwo war hier doch noch was. So, gibst du mir ein Herz oder so? Nee, leider nicht. Aufpassen mit den Stacheln. Nein! Verdammt. So, wie lange brauche ich, um das Ding zu zerstören hier? Wir könnten noch ein bisschen die Länge ziehen. Ich möchte gerne runter. Verdammt, es funktioniert nicht. So. Egal, ich habe eh schon so viel Schaden. Ah, verdammte Scheiße. Das war vielleicht doch etwas unschlau. So, komm rüber hier. Es ist schwerer, als es aussieht. Ah, endlich kommen wir rüber hier. So, das Ding nehme ich mit und wir hauen ab. Boah. So, und dann landen wir wieder am Anfang. Ist das nicht toll? Ja. Ach, da bist du. Okay, gut. Also es war doch kein gelbes, sondern ein grünes. Und das gibt uns Leben zurück. Gut. Dauert jetzt wieder eine Weile, bis wir drüben sind. Ja, drehe ich doch einmal rum. Wir haben ja Zeit, ne? So, hoch damit. So, weiter geht's. Zack. Und wir sind auch bald durch hier. Allerdings kommt es noch zum Kampf. Ups, Entschuldigung. Ah, wunderbar, das passt ganz gut. So, was ist hier los? Ah, okay. Hier kommt der Feind. Und er kann sich verwandeln, Freunde. Hallo Galeon. Meta Knight Alk Marth. Okay, wie immer. Okay, mal sehen, wie gut wir heute dagegen ankommen. Irgendwie ist das mit dem Bild ganz komisch gerade. Kann das sein? Also ich weiß nicht, was hier los ist. Irgendwie ist das alles gegraut. Aber es sieht auch ganz geil aus, muss ich sagen. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Soll das so sein? Irgendwas stimmt hier, glaube ich, nicht. Hat irgendwie an Farbe verloren. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Das ist auch normalerweise nicht so. Damit müsst ihr jetzt leben. Entschuldigung, bitte. Ich weiß nicht, woher das kommt. Könnte eine TV-Karte liegen oder so ähnlich. Irgendwas stimmt in dem Bild nicht. Habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Ah! Oh Gott.
Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh Gott, das klingt ja viel mehr, wa? Ja, es hat doch irgendwie schon seinen Sinn. Ich versuche das zu beheben. Ich weiß nicht, wie das geht. Vielleicht muss ich die Wii nochmal neu starten irgendwann. Tacke. Bis ich dich irgendwann habe. Huh. Gott, gerade so. Und bald bist du eh platt, also dann ist alles in Ordnung. Ha! Mit dem Baseballschläger. Okay. Ja, es hat wirklich ein bisschen an Farbe verloren, muss ich sagen. Ist nicht mehr so blau. Ja, da stimmt wirklich was nicht. Darum kümmere ich mich gleich. Ach du Schande. Aber es sieht ja richtig geil aus, kann das sein? Das hatte ich zwar noch nie, aber... Aber es ist geil. Okay, jedenfalls, das war es mit diesem Part. Und dann werden wir uns im nächsten Part wiedersehen. Hoffe ich, ne? Also, bis dann und auf Wiedersehen.